R-E-W-I-N-S-I-D-E. Oh mein Gott! Meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack! Ich bin heute wieder mal allein am Start, meine Freunde. Was aber auch gar nicht schlimm ist, denn wir haben erstmal einiges zu zeigen und... Und zweitens müssen wir ein bisschen was von meinem spontanen Baulivestream, den ich gestern gemacht habe, aufarbeiten, meine Freunde. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal bitte an, wie mir das Herz in die Hose gerutscht ist, als ich diese unglaubliche Nahtoderfahrung gehabt habe. Und habe mir noch so diesen Steinzaun hingemacht, weil ich das ganz schön finde. Und sonst habe ich eigentlich nichts geändert, Leute. Also, oh, oh nein, oh nein, oh, ich habe kein Wassereimer. Huh. Oh. Holy shit! Ein Herz, Mann! Wie konnte ich das überleben, Mann? WTF, Mann! Was zum Teufel? Oh mein Gott, Leute! Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Da war es echt ziemlich knapp. Also ein Herz und da wäre ich down gewesen, Leute. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Glück gehabt. Tatsächlich gab es dann nochmal eine zweite NATO-Erfahrung, die sich dann ereignet hat, als Simon Unge dann auf den Server kam, weil ich in sein Haus geschaut habe. Ja gut, habe ich gesagt, ich habe in sein Haus geguckt. Ja, habe ich, meine Freunde. Schaut euch einfach mal bitte ganz kurz an, wie das dann ausgesehen hat. Ey! Es hat jemand mein Wasserrad. Ey. Es hat hier jemand irgendwo Wasser platziert. Mann, ich sag zu Revi nicht da rein. Er geht einfach rein. Richtig respektlos. da lachst du. Oha. Hundesohn, Alter. Er geht einfach in mein Haus rein. Und ich leg dir den noch runter. Wer hat hier oben Wasser platziert bei meiner Wassermühle? Weil, scheiße, Mann. Wer hat bei einer Wassermühle Wasser platziert? Leute. Jetzt reicht's. Wenn Utopia Wasser bei einer Wassermühle platziert, dann ist vorbei. Ihr habt selber gesehen, Leute, relativ easy. Meine Rüstung hält auf jeden Fall einiges aus. Ich war sogar gerade noch im Nether, meine Freunde. Hab ein bisschen Glowstone gefarmt, ein bisschen Quarz gefarmt, Glas geholt und so weiter und so fort, Leute. Also, das läuft auf jeden Fall. Eine Sache, die mich extrem stört, ist, dass hier irgendein Penner immer diese Goldblöcke klaut. Ich gehe jedes Mal hin und setze neue Goldblöcke hin und irgendwer geht immer hin und klaut unseren Hohepriester den Goldblock, Leute. Das geht so nicht weiter. Wir werden den Schuldigen dafür ausfindig machen und zur Rechenschaft ziehen. Ich würde aber sagen, bevor wir das tun, meine Freunde, wieder böse nicht werden, gehen wir einfach mal nach oben in mein Haus, denn ich habe meine Inneneinrichtung begonnen, meine Freunde, und frag nicht nach Sonnenschein. Aber, bevor wir jetzt reingehen, meine Freunde, und ich euch irgendwas von meiner Inneneinrichtung zeige, und hier Spoiler, Leute, möchte ich ganz kurz auf etwas aufmerksam machen, wo es gestern im Stream, der Stream ging ungefähr anderthalb Stunden, eine riesige Diskussion drüber gab, und ich glaube, wir haben jetzt das perfekte Stück gefunden, Leute. Schaut euch das Haus jetzt mal bitte an der Seite an. Das sieht einfach nur unglaublich schön aus. Und um diese kleinen Blöcke hier, um diese drei Zaunblöcke, gab es gestern eine riesen Diskussion, aber wir haben uns dann tatsächlich in der Abstimmung so dafür entschieden, dass wir diese Zaunblöcke machen werden. Ich werde das hier nochmal ein bisschen abändern zu Half-Slabs, weil ich finde das zu krass. Aber so an sich, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit dem Haus so übertrieben zufrieden wie lange nicht mehr, Leute. Und ich würde sagen, hier gibt es euch einen kleinen Einblick von der Timelapse, wie das dann aussieht, wenn ich an meinem Haus baue. So sah es gestern Abend im Livestream aus. Wir haben gut eine Stunde, anderthalb zusammen gechillt und dann bin ich auch schon wieder offline gegangen, weil wir dann weiter gedreht haben. Aber Leute, wie gesagt, dieser Stream war gestern extrem wertvoll für mich, denn ich habe gestern Folgendes gemacht über den Tag verteilt. Ich bin hingegangen und für die Leute, die es auf Stream noch nicht gesehen haben, die werden jetzt Augen machen. Ich habe mein komplettes Haus einmal eingerichtet, Leute. Schaut euch das mal bitte an. Wir haben hier erstmal ein wunderschönes Bild aufgehangen. Ich dachte mir, ich würde hier ein paar Lampen aufhängen. Ich hatte mir hier sogar überlegt, noch was anderes hinzumachen. Das gefällt mir allerdings jetzt nicht mehr so. Das machen wir wieder weg. Irgendwie war das ganz weird. Ich weiß nicht genau, was ich mir da überlegt hatte. Ja, Leute, hier hängt auf jeden Fall ein riesiges, wunderschönes Bild so im Eingangsbereich. Wir haben hier zwei Lampen, wir haben hier einen Teppich, wir haben hier vorne kein Licht mehr, Leute. Da muss auf jeden Fall mal Licht hin, Alter. Das ist auf jeden Fall ein bisschen zu dunkel. Wisst ihr was? Passt mal auf. Ich würde fast schon sagen, das macht sich doch hier ganz gut, weil wir nämlich hier ein wunderschönes Licht dann quasi auf unser schönes Regal hier werfen können. Schaut mal her. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich denke mal, ich werde hier in den Decken eh noch ein paar Leuchten einsetzen, sodass es hier immer schön hell drin ist, Leute. Wir haben hier ein wunderschönes Regal mit einem Diablock drin. Ein bisschen Bambus habe ich hier hingestellt. Ich habe hier Pflanzen hingestellt, Leute. Dann bin ich natürlich auch hingegangen und bin ein wenig kreativ geworden. Warte mal ganz kurz. Wisst ihr was? Ich habe nämlich noch eine Idee. Passt mal auf. Ich bin nämlich hier kreativ geworden, was Möbeleinrichtungen angeht und habe mir ein paar Sachen im Internet angeguckt. Habe mir aber auch einen Großteil selber überlegt und habe mir überlegt, okay Leute, was würde in so ein modernes Haus besser reinpassen als schöne schwarze Ledersofas? Natürlich Kunstleder, meine Freunde, um die Veganer hier nicht zu triggern, ganz klar. Ne? Passt mal auf. Ich habe mir nämlich überlegt, Folgendes zu tun. Schaut mal her. Weil hier kann man nämlich auch mal ganz schön den hier machen. Das wirft einfach so ein schönes indirektes Licht und da hier eh ein Teppich liegt, fällt das überhaupt nicht auf. Schaut mal her, Leute. Das ist quasi jetzt mein Fernseher hier.
mit einem wunderschönen, mit einem wunderschönen Sideboard und einem riesigen Anlagending. Ich habe mir nochmal zwei Ferns hingestellt. Dann haben wir eine wunderschöne Ledercouch, Leute, mit zwei Kissen sogar drauf. Das ist relativ simpel gemacht. Und zwar ist das einfach nur ein kleiner Minecraft-Bug, den ich hier ausgenutzt habe. Und zwar ist das einfach nur eine dieser Flaggen, einer dieser Banner, die man da quasi darunter setzt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, so dieses Sofa. Dann gehen wir mal weiter hier rüber zu meinem Kamin, Leute, der momentan leider aus ist. Ich weiß nicht genau, wer meinen Kamin ausgemacht hat. Normalerweise ist der Kamin immer an. Das machen wir mal ganz kurz, Leute, denn der wirft ein richtig schönes Licht auf das ganze Wohnzimmer. Vor meinem Kamin ist noch so ein kleines Sofa, was ich mir gedacht hatte. Ich meine, ich bin halt so ein kleiner romantischer Typ, Leute. Ich dachte mir einfach, wie schön wäre es, einen Kamin zu haben, vor dem man sich einfach mal hinschillen kann. Einfach mal sitzen und entspannen kann, Leute. Das ist meiner Meinung nach echt eine nice Angelegenheit. Pass mal auf, wir machen den mal ganz kurz wieder an, Leute. Ich möchte natürlich, dass das Ding auf jeden Fall brennt. Wir werden natürlich auch gleich Rüdiger rüberholen, Leute. Ganz klar. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass es heute Abend um 19:30 Uhr wieder einen Livestream gibt. Also schaltet auf jeden Fall heute Abend wieder auf twitch.tv/revinstart ein, meine Freunde. Das lohnt sich definitiv. Ja, hier ist mein kleiner Kamin. Wie gesagt, auch wieder ganz schön mit zwei Kissen und sowas. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, meiner Meinung nach. Müssen wir jetzt hier ein Block-Update machen, damit das Licht hier auch richtig fällt. So, Leute, schaut mal her. Wir haben darüber dieses wunderschöne, moderne Bild gehangen, weil ich finde das einfach nur extrem schön hier. Und ich dachte mir, dass ich hier oben vielleicht noch ein bisschen Licht reinsetze. Hier vorne, meine Freunde, ist meine wunderschöne Kücheneinrichtung. Schaut euch mal bitte diese Küchenzeile an. Ich finde diese Küchenzeile einfach nur perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier ist mein Kühlschrank. Das sind einfach zwei dekadente Dia-Blöcke, meine Freunde. Ich meine, die Dia-Crew hat gestern Abend netterweise was dazu gespendet. Und ja, hier haben wir quasi ein kleines Abwaschbecken irgendwie. Dann haben wir hier Schränke, sollen das sein und so. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, meiner Meinung nach. Dann haben wir vorne meine kleine Essecke. Die finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Man kann sich hier einfach hinsetzen. Hier quasi mit seinen Kollegen spachteln und essen. Finde ich ganz nice. Dann haben wir hier nochmal, wie gesagt, ein kleines Regal, was ich mir aus dem Internet rausgesucht habe. Das finde ich eigentlich ganz easy. Das ist so einfach gemacht, Leute. Schaut mal. Und es sieht einfach richtig, richtig nice aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz nach oben. Also, weil ist mir hier in der Ecke irgendwie ein bisschen wenig Licht. Passt mal auf. Was haben wir denn da drunter? Da drunter haben wir gar nicht. Dann machen wir hier einfach nochmal einen Lichtblock hin. So, passt mal auf, damit das hier ein richtig schönes Licht hat. Ich finde das Licht nämlich in diesem Haus extrem schön. Es ist nirgendwo mehr zu dunkel, es ist nirgendwo zu hell. Es ist genau richtig ausgewogen. Ich glaube, oben muss auf jeden Fall noch ein bisschen was hin, aber das wird noch. So, schaut mal her, Leute. Passt mal auf, hier oben. Mich wundert sowieso, dass hier keine Monster spawnen, ne? Ich meine, eigentlich müsste hier alles voller Creeper und so sein. Hier ist nirgendwo Licht drin. Vielleicht sollten wir das mal ganz kurz machen, bevor ich dann hier irgendwie eine böse Überraschung habe und hier die ersten Creeper bei mir rumlaufen. Das wolle man natürlich nicht, Leute, ne? So, passt mal auf, hier. Netterweise hat mich Zinus auch gestern Abend nochmal mit ein wenig Glowstone ausgestattet, sodass wir da auf jeden Fall genügend haben, Leute. Also da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Deshalb kann ich das jetzt hier mal beherzt immer wieder kaputt machen. Dann kommt hier vorne, meine Freunde, mein wunderschönes Badezimmer, welchem ich mich gleich quasi direkt widmen wollte. Aber Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz rüber zu meinem wunderschönen Schlafzimmer. Und da habe ich gestern Abend noch ein kleines bisschen Offscreen dran gebaut. Schaut euch das mal an, Leute. Jetzt hat hier jemand einfach, ach Mann, was soll das denn, Mann? Was soll das denn hier schon wieder? Irgendein Vogel hat einfach mein Bett kaputt gemacht. Hahaha, sehr witzig auf jeden Fall. Sehr, sehr lustig, Leute. Wo ist mein anderes Bett? Wo ist mein Bett hin? Wo ist denn jetzt das Bett hin? Hallo? Wo ist das? Ah, da. Ich liege in der Pflanze. Sehr schön. Ja, Leute, ich kann euch mal ganz kurz simulieren, wie das ist, wenn ich mich hier schlafen lege. Ah, schaut euch das einfach mal an, Leute. Der Ausblick allein, ja. Der Ausblick alleine und dieses das Industrial-Element hier, was ich hier reingebaut habe, es sieht schon schön aus. Ich möchte es eigentlich auch so clean halten, das Schlafzimmer. Ich denke mal, ich werde hier noch ein paar Regale hinmachen, ein paar Kisten und so weiter. Und dann war es das eigentlich schon, weil ich möchte das Haus relativ steril halten, weil ich finde es eigentlich so schön, wenn es so, ja, so schön ordentlich ist. Diese Dinger hier, wie gesagt, werden wir jetzt gleich erstmal durch Half-Slabs ersetzen, weil das gefällt mir nicht so, wenn das so fette Balken sind. Wir müssen auf der anderen Seite auch noch hin, meine Freunde. Und ich habe auf jeden Fall auch vor, heute im Livestream schon den Keller zu beginnen. Gestern Abend bereits gesagt im Stream, dass ich definitiv hingehen möchte und meinen Keller zu einer Man Cave bauen möchte. Das heißt, ich möchte Billardtische dahin bauen, ich möchte einen Roulette-Tisch dahin bauen und ich habe mir einfach überlegt, ein kleines Spielcasino da reinzubauen mit Redstone, was nicht zu sehr leckt. Also ein kleines Glücksspielding hatte ich mir einfach überlegt, was man sich in den Keller reinsetzen kann. Nebst dem natürlich dem automatischen Lagersystem, meiner Batman Cave und so weiter und so fort, meiner Ausstattungsgeschichte, also wo man quasi einfach nur reingeht, man hat seine OP-Rüstung an, meinem Waffenschrank und so weiter und so fort, meine Freunde. Das wird auf jeden Fall alles noch folgen, aber ich denke mir, dass wir auf jeden Fall dann heute Abend mit dem dekorativen Teil, sprich mit dem Casino eventuell im Keller anfangen. Wenn ihr das unbedingt sehen wollen, Leute, schaltet auf jeden Fall heute Abend einfach um 19:30 Uhr mal ein. Es lohnt sich nämlich, Kinder. So viel kann ich versprechen. So, passt mal auf. Ich möchte die nämlich so machen, weil ich finde das einfach so deutlich schöner, wenn die tatsächlich ein wenig tiefer hängen. Ich weiß nicht genau warum. Ich dachte mir einfach, dass diese doppelten Blöcke nicht so geil aussehen und die machen nochmal einen ganz anderen Kontrast und werfen nochmal ein ganz anderes Licht hier, meine Freunde. Dementsprechend finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Lass uns gucken, ist das denn so von der Symmetrie her? Stimmt das denn so? Ja, das stimmt so. Passt mal auf, Leute, dann machen wir einfach mal Folgendes. Müssen wir hier mal ganz kurz einen draufsetzen, kommen wir da so dran. Sehr schön, das passt. So, das finde ich nämlich so schon viel, viel schöner, als wenn wir diese fetten Balken da haben, Leute. Das wirkt nochmal ganz, ganz anders und macht nochmal ein ganz anderes Licht. Dann setzen wir oben nochmal zwei Glowstones hin, zack, 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 damit wir auf jeden Fall hier eine Beleuchtung haben auf der Terrasse. Und so sieht das dann quasi aus. Das ganze Ding werden wir natürlich auf der anderen Seite auch noch bauen, Leute. Aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt einfach erstmal gezeigt haben, wie das in der Inneneinrichtung hier aussieht. Und ich glaube, dass wir uns jetzt eigentlich gleich auch schon mal an die Dusche
Dusche ranmachen könnten, die ich nämlich vorhat, hier vorne in die Ecke zu setzen, was relativ simpel sein sollte, denn wenn ich hier einen Half-Slab hinsetze, sollte in der Theorie die Dusche mit dem Wasser nicht überlaufen. Das weiß ich nicht, von mir aus machen wir es einfach so, dann passiert da eh nichts. Da können wir nämlich oben einfach die Konstruktion draufsetzen mit einem Dispenser, der einfach Wasser runterlässt. Dann kommt hier vielleicht noch irgendwo eine Toilette hin, ein Waschbecken und so weiter und so fort. Und dann müssen wir es auf jeden Fall auch ranmachen, Leute, und dann langsam mal hingehen und den Innenhof hier bearbeiten. Denn hier ist ja noch nicht so viel passiert. Ich hatte mir hier auch überlegt, Leute, das könnt ihr jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Und zwar möchte ich hier in die Wand reingehen und quasi so eine Art kleine Wellnesslandschaft machen. Normalerweise hatte ich sowas immer im Keller, Leute, aber ich dachte mir, warum nicht direkt in den Felsen rein? Jetzt ist hier irgendeine... Was ist das denn? Irgendeine Treppe von Petrit wahrscheinlich noch. Der muss sowieso hier noch das ganze Holz an der Seite mal hier über meinem Haus wegmachen. Aber ich hatte quasi vor, Leute, ich zeige das mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz in die Wand rein. Ich hatte nämlich vor, quasi einen überhängenden Whirlpool oder sowas ähnliches quasi in die Wand reinzubauen, der dann letztendlich den Blick aufs Meer ermöglicht. Das heißt, wir haben ja quasi hier vorne das Meer, Leute. Meine Idee ist gewesen, dass wir all das jetzt hier erstmal abtragen und dann quasi hier nochmal so einen kleinen in den Felsen eingebauten Whirlpool mit einem Wasserfall davor machen. Hatte ich mir, wie gesagt, überlegt, halt hier so einen kleinen Whirlpool in die Wand reinzubauen, so eine kleine Cave und ein paar Liegestühle, vielleicht auch eine Sauna und so weiter und so fort. Und dann war es eigentlich schon. Dann, meine Freunde, geht es runter, diesen kompletten Berg einmal auszuhöhlen. Da kommt alles rein. Da kommt, wie gesagt, meine Spielehölle rein, mein Casino, meine Batman Cave. Alles kommt da rein, Leute. Das wird auf jeden Fall ein riesiger Akt und ich kann euch versprechen, das wird ein riesiges, heftiges Bauprojekt und ich freue mich jetzt schon darauf, dass es so unglaublich gut bei euch ankommt. Ich hatte seit langem nicht mehr so viel Spaß beim Bauen in Minecraft, Leute. Das muss ich ehrlich jetzt mal sagen einfach. Ich mache zwar viel Offscreen, Leute, aber ich muss auch dazu sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel diese Möbel gemacht habe, ich habe daran auch wirklich 2-3 Stunden gesessen, weil es einfach schwierig ist, sowas sich einfach mal aus dem Ärmel zu schleudern. Und dementsprechend kann ich das schlecht in Folgen machen. Dafür mache ich ja immer wieder diese kleinen Baustreams, wie gestern, Leute. Und da könnt ihr auf jeden Fall immer auf Twitter vorbeischauen, auf eurem Revitzer Twitter-Kanal, meine Freunde. Da kündige ich immer jeden Stream an oder auf Instagram bei meinen Stories immer reingucken. Gönnt euch das auf jeden Fall, da wisst ihr immer Bescheid, wann ich einen Baustream starte, dann verpasst ihr auch nichts, Leute. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass ihr das alle so feiert. Ich liebe es momentan, wie gesagt, es macht so viel Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall heute Abend um 19.30 Uhr auf den Livestream, Leute. Ich wollte euch nur ganz kurz in dieser Folge gezeigt haben, was ich quasi alles gebaut habe. Ich hoffe, diese wunderschöne Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns heute Abend um 19.30 Uhr bei einem weiteren Livestream, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall meinen Twitch-Kanal aus, twitch.tv/revinzeit. Schaut auf jeden Fall rein. Und ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Macht das gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.